Ich bin richtig wütend, weil ich sehe, wie die Menschen leiden, wie es eine Katastrophe mit Ankündigung ist. Die Wissenschaft hat das vorher gesagt, die Science is for Future. Claudia Kempfert war dabei, mein Bruder war dabei. 28.000 Leute haben das unterschrieben, als Fridays auf die Straße ging. Und diese Arroganz der Politiker immer noch zu tun, als, ja, ja, wir machen ja schon so viel. Das ist einfach Bullshit, das muss man so deutlich sagen. Ein CO2-Molekül ist es völlig egal, aus welchem Land es kam, so egal, wie es einem Virus ist, wie ob wir Mensch oder Tier sind. Klar. Die globale Krise, in der wir sind, haben die meisten Menschen in meinen Augen noch nicht wirklich begriffen als ein Zusammenhängen von Pandemie, von Klimakrise, von Artensterben und eben es sterben jetzt Menschen. Das ist dramatisch, was wir sehen. Und Sie haben das vorhin gesagt, das sind Bilder, die wir kennen, wir nur aus den Philippinen. Ich habe für mein Buch mit Ernst Rauch gesprochen, der bei München Rück seit 30 Jahren diese Risikoanalysen machen. Wir kommen in eine nicht mehr beherrschbare, nicht mehr steuerbare und nicht mehr versicherbare Welt.